Leute, meine Mama hat mir von Minecraft das Hühnerstall gekauft. Und das baue ich heute. Sok ağzına, sok 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 sok. Cuk cuk emsin ye. Kafasına vuramıyorsa vur kafasına. Şaka yaptım ya. Evet şimdi. Oo, cuk 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 cuk. Çok lezzetli bu ya. So, mit dem ersten Teil bin ich fertig. So sieht es jetzt aus. Wir haben jetzt hier eine Kiste. Da drin ist eine Feder, Knochen und eine Keule von den Hühnern. Und hier ist Alex, zwei Eier und hier noch der Wolf als Haustier. Und noch drei Hühner. Zwei große und ein kleiner. Und noch hier ein Ofen. Und eine Flagge von den Hühnern. So, jetzt fange ich mit dem zweiten an. Der zweite sieht so aus. Da ist hier der Riesenhuhn und den baue ich jetzt. So, ich bin fertig. So sieht das aus. Da waren ein paar Sachen übrig und das war hier das und das und das. Die habe ich so dran gemacht, damit es so ein bisschen schön aussieht. Also, hier ist das Riesenhuhn, hier ist Alex, hier ist der Wolf. Und hier ist ein Ei und ein Ei ist hier noch drin. Ich schiebe jetzt von hier, dann ist hier so eine Kiste offen und dann fällt das Ei runter zu die Kiste. Dann kann man die Kiste zumachen und woanders hin tun. Und hier ist doch der kleine Huhn und hier ist
zwei erwachsenen Hühner. So, unser Minecraft, also die Skelette kommen, ist fertig. Wie ihr seht, hatte der vorhin ein verzaubertes Zelt. Habe ich an Steve dran gemacht, damit da auch ein schon auch gerüstet ist. Hier mit dem verzauberten Bogen und mit dem Skelettpferd. Und das zusammen heißt, also den Skelett und den Pferd, Skelettreiter, und das sind zwei normale. Und wenn ich das hier, hier unten ist Lava, deswegen brennt es hier. Und Steve ist ja oben. Eigentlich muss der unten sein. Und ich habe ihn einfach da oben gemacht. Und hier ist die kleine Axt und die kleine Pickaxe. Und noch die Schere da, wo man die Wolle schneidet von dem Schaf. Und wenn jetzt hier, ich nehme mal den Skelett, wenn jetzt ein Skelett hier oben ist, der soll mal stehen. Und von hier hinten zieht, dann fällt der runter hier in Bett. Also das soll eine Falle sein eigentlich. Und hier ist so eine kleine Mine. Die geht nicht weiter. Also ist es einfach klein. Und hier sind zwei Karotten und ein Kürbis. Den kann eigentlich Steve anziehen, weil das ein Halloween-Kürbis ist. Und hier ist der Schaf. Und hier noch den Ofen und den Crafting-Table und noch den Bett. Und dann sind wir eigentlich fertig.